Wisst ihr denn, wo das Roasten überhaupt herkommt? Das kommt aus Amerika. Und das hat man in einem Havanna, in einem Zigarrenclub mal. Da fing das Ganze an. Da waren so 10, 12 Leute. Dann hatte einer Geburtstag. Und dann haben die dem gesagt, weißt du was, du setzt dich jetzt mal nach vorne. Und wir all deine Kumpels zu deinem Geburtstag, du kriegst jetzt von jedem, hält man immer eine Rede. Aber das waren dann schon auch Attacken gegen ihn so ein bisschen. Also das Roasten ist so ein bisschen süß-sauer. Es kann natürlich aufstoßend sein, ja, und auch manchmal ein bisschen beleidigend. Aber deshalb heißt das Roasten. Und das machen viele. Das haben die mit Sean Connery gemacht, das haben die mit Ronald Reagan gemacht, das haben die mit Arnold, mit Stallone, mit De Niro oder mit ich weiß nicht wen alles schon gemacht. Und das Roasten jetzt mittlerweile in Amerika ist also eine ganz große anerkannte Sache. Ja, und da zieht man drüber her. Präsidenten, US-Präsidenten, ja, die mussten hinhalten und dann haben die sich auf die Zunge gebissen und gesagt, ja, die mal erzählen. Aber das ist Roasting. Das fing alles in so einem Zigarrenclub an und jetzt machen wir eine Show draus. So einfach ist das. Ja, also ganz klar, wenn Stefan Raab anruft, ja, und mich fragt, ob ich mitmache, da habe ich natürlich spontan gesagt, oh, lieber nicht. Aber dann wusste ich, gegen wen ich antreten sollte. Ralf Möller. Und da wusste ich, da habe ich ja leichtes Spiel. Also da habe ich ja den Sieg quasi schon mit im Vertrag so. Und da ich die Herausforderung scheue, gehe ich gerne auf Nummer sicher. Und insofern, ja, konnte ich da dann einfach nicht Nein sagen. So war das. Haargenau so. Also wenn die Leute nicht einschalten, dann verpassen sie was, dachte ich erst. Aber da es ja auf dem Stream läuft, ist es ja wie bei Netflix, bei Amazon. Vielleicht, wenn die 30 Shows gesehen haben, dann werden die sagen, wer hat eigentlich die erste Show gemacht? Und dann gucken alle wieder auf die erste Show. Ja? Das heißt, das Schöne ist, bei TV Now kann man auch 24 schauen. Also ihr könnt euch mich anschauen, immer wieder und immer wieder. Und zu jeder Zeit, egal wann. Heiligabend, Silvester, fällt ja sowieso aus. Was habt ihr da anderes zu tun? Ralf Möller schauen, TV Now schauen, besser geht's doch gar nicht. Naja, konzeptionell ist es natürlich fehlgeplant. Ja, also das Konzept ist schlecht, das Studio ist aber dem fehlenden Konzept gut angepasst. Und der ganze Sender, alles, wo das läuft, habe das noch nie gehört. Und aber der absolute Garant dafür, dass es floppt, ist natürlich meine Mitwirkung. Ja, also ich persönlich werde dafür sorgen, dass das Ding knietief in die Jauche geritten wird. Und wenn ich sowas verspreche, dann halte ich es auch. Ja, Olaf Schubert, toll, kam extra aus Dresden heute angereist. Und ich habe ja mein Gladiator-Schwert und auch einen Helm mit dabei. Und wenn er nicht ganz kopflos nach Hause gehen möchte, dann bewertet er mich heute hoffentlich gut. Tja, es ist, was heißt, was nervt mich, aber es ist schon erschütternd, dass er ein Weltstar ist. Ja, also Ralf Möller ist jetzt nicht Exportschlager Deutschlands wie jetzt Mercedes oder Porsche, aber er ist schon, er spielt in einer Liga mit Thermomix und Wirecard und da... Ja, da stehe ich dann schon so ein bisschen daneben und denke, Mann, der hat's geschafft und ich nicht. Aber ich glaube, was ansonsten auch doof ist, er ist, also, dass man eigentlich mit drei Gesichtsausdrücken zum Erfolg kommen kann. Ja? Er hat ja wirklich nur drei Ausdrücke, finster, sehr finster und zappenduster. Und da finde ich es toll, andererseits wieder, dass das reicht. Und das nervt mich, dass ich es toll finde. So ist es. Hallo, es ist soweit. Alles frisch geröstet. Und ich würde sagen, schaltet ab. Also nicht ab, ich meine mal. Endlich, es ist soweit. Alles frisch geröstet. Live hier im Internet. Und ich verspreche euch, es wird sich nicht lohnen. Schaltet ab, schon vorher. Selbst wer nichts zu tun hat, selbst im knietiefsten Lockdown, würde ich meinen Computer aus dem Fenster werfen. Und sogar aus dem zweiten Stock. Yes.
Ah, hängen geblieben. Ah. Ralf, ich kam jetzt vielleicht in der Show ein bisschen konträr rüber. Ich muss mich entschuldigen, ich muss das relativieren, denn im Abgrund meines Herzens muss ich sagen, dass ich dich natürlich schon, ja, liebe. Also natürlich auf eine völlig bizarre, kranke Art. Aber ich war vielleicht stellenweise ein bisschen derb und auch ein bisschen böse, aber es musste sein. Ich hatte recht. Und ich hoffe natürlich, dass der Misserfolg dir jetzt nicht zu Kopf steigt. Und ich mag dich und ich wünsche dir für die paar Tage deiner Restkarriere ist natürlich alles Gute. Und was ich immer fragen wollte, was machst du nun eigentlich beruflich? Ich habe jetzt keine Gruppe, der ich jetzt explizit übel mitspielen möchte, sondern ich muss sagen, ich verachte alle Menschen zutiefst. Ich habe noch keinen getroffen, der auch nur im geringsten meinen Anforderungen gerecht geworden ist oder meinen. Also es sind doch nur Dummbatze, Tropskocher, Weichkekse, lausige Amateure, Schwachköpfe, Sozialdemokraten und Mollusken unterwegs. Und denen sollte man es wirklich mal zeigen. Vor allem ihr. Also ich meine ja nicht alle. Oder doch. Ihr könnt die ruhig schubsen. So von hinten. Und denen sowas ins Essen machen. Sägespäne. Oder so. Ja, macht's. Und wenn man euch erwischt, dann sagt ruhig, der Olaf hat's erlaubt.